willkommen zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie dabei. Und gleich geht's dann auch los. Kurz zu den Gästen. Wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Also bisher können sie sich über den Saisonverlauf sicher nicht beschweren. Sind voll im Soll, eigentlich sogar mehr als das. Und haben mit dem Thema Abstieg erstmal nichts zu tun. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. In den letzten Spielen hat er nach Belieben getroffen. Das wird eine Aufgabe gegen ihn. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Buschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Kurz zur Formation. Ist ein 4-4-2 mit hängender Spitze heute bei Ihnen. Ich bin vor allem gespannt, wie Sie das in der Offensive heute lösen. Da gibt es einige Optionen, auch durch die Aufstellung mit den beiden vorne drin. Auswärts haben Sie ja zuletzt gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Ein unglaubliches Spiel war das zuletzt. Heute aber wird das eine viel, viel schwierigere Angelegenheit. Das kann durchaus sein, dass es heute nicht reicht. Schiedsrichter dieses Spiels ist Lutz Gersthofer. Pfeift diese Partie an. Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Er spielt den Pass auf den Flügel. Da kommt der Steilpass. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Stark gemacht, das könnte was werden. Macht er ihn! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Gute Aktion! Wird's jetzt gefährlich? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Souverän gemacht vom Torwart. Das könnte die Chance werden. Jetzt die Möglichkeit. Gefahr noch nicht vorbei. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Er zieht ab. Es gibt Ecke. Ager. Jetzt schießt er. Da passt er auf. Und jetzt die Chance. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt, ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. Thank you.
Wird das eine Torchance? Klasse Tackling. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Agger. Super gemacht vom Torwart. Ja, das gibt Eckball. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Das war's. Da könnte jetzt geht er rein. Sie bekommen eine Ecke. Keeper war dran, er faustet den Ball. Er entscheidet auf Freistoß. Paul Pogba ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Juventus Turin. Er bringt ja richtig Qualität mit. Vorteil ist angezeigt. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Sehr gut aufgepasst. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Der Angriff könnte was werden. Schuss! Und so wird das nichts. Den hält er. Der Ball ist drin! Und genau so musst du reagieren. Der Ball frei nach der Parade. Und dann nutzt er die Chance und macht das Tor doch noch. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält es gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Jetzt ist er durch. Und jetzt ein Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eckball gibt's. Guter Pass, der kommt an. Klasse Technik. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Das könnte gefährlich werden. Das wird... Da gewinnt er den Zweikampf.
Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Gelegenheit. Da kann er ihn stoppen. Agger. Da kommt der Schuss. Da steht die Abwehr sicher. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Wird's jetzt gefährlich? Klasse Tackling. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im... Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Wird das eine Torchance? Da macht der Abwehrspieler alles richtig. Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ball im Aus, das gibt Ecke. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Er bekommt Hilfe. Gutes Tackling. Er steht gut und hat den Ball. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da passt er auf. Halbe Freistoß. Und er hatte auch schon gelb. Da muss er doch besser aufpassen. Mit dem Ball am... Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Und er gewinnt den Zweikampf. Defensiv machen sie es gut. Wenn sie schnell spielen, wird es ein guter Konter. Und den hält er fest. Gut gemacht. Kurze Unterbrechung. Der Ball ist im Seitenaus. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt die Chance. Und das war hier richtig knapp. Kann man wohl sagen, etwas mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Er nimmt ihm den Ball ab.
Ager. Er scheint trotz der Verletzung weiterspielen zu können und meldet sich zurück im Spiel. Da schießt er. Und Tor! Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das könnte die Chance werden. Den hält er super. Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Per Kopfball. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Und jetzt der Schuss. Gut abgeblockt. Da steht die Abwehr sicher. Vorteil mit. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Der Trainer nimmt ihn runter, die Verletzung scheint schlimmer zu sein. Ja, und dann muss man das eben auch einsehen, wenn es nicht weitergeht. Wird das eine Torchance? Es gibt hier Einwurf. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimme. Da kommt der Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Und wieder gibt's eine Ecke. Den köpft er. Und er klärt den Ball per Kopf. Und er schießt. Fast noch ein Tor hier, aber nur fast. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Und jetzt bekommen sie hinten Probleme nach dem Platzverweis. Sie werden umstellen müssen. Denke auch, dass das jetzt gleich passieren wird. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und nun ein Schuss. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Schnell. Wenn das Timing nicht stimmt,
dann ist man zu spät dran. Ja, so wie er hier, Wolf. Und er war bereits verwarnt. Das heißt, gelb-rot. Da gewinnt er den Zweikampf. Ein klares Ergebnis am Ende. 3-0 endet die Partie. Ich dachte, Buschi, irgendwann schalten die mal einen Gang zurück. Aber denkst du? Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig, richtig starke Leistung. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Wirklich klasse, was der hier heute gezeigt hat bei diesem Erfolg. Mit seinem Dreierpack war er natürlich der entscheidende Mann. Jetzt schießt er! Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wir erwarten uns einiges von der heutigen Partie und gleich geht's dann auch los. Hallo! Auf dem Papier ist das eine eindeutige Nummer heute. Erster gegen Letzter, aber wer weiß, vielleicht gibt's ja die Überraschung. Zuletzt gab es auswärts einen Sieg und daran will man heute anknüpfen. Dieser 3-0-Erfolg ist vielleicht sogar ein bisschen zu hoch ausgefallen. Heute sehe ich den Gegner stärker. Meistertore gegen wenigste Tore, in meinen Augen klare Sache. Zumindest, Wolf, wenn man den bisherigen Saisonverlauf sieht. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen sie heute in einem 4-4-2, Buschi. Was sagst du dazu? Also wir haben da wirklich zwei Viererketten in Abwehr und Mittelfeld. Die werden versuchen, das Spiel eng zu machen. Und vorne sollen es dann die beiden Offensiven richten. Einer, so vermute ich, eher als hängende Spitze. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Leiten wird dieses Spiel Vedat Gotthard. Anpfiff und los geht's. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. So früh im Spiel muss er runter. Er sieht die rote Karte. Auf die Spielzeit kann der Schiri keine Rücksicht nehmen. Es war ein Foul und rot ist in Ordnung. Agger. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt nimmt er es allein. Er versucht's. Phänomenal. Ohne Worte. Was für ein Beginn. Sie führen mit dem ersten Torschuss. In Unterzahl erzielen sie hier ein Tor. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ganz so gar nicht, Wolf. Aber das machen sie gut. Anstatt sich nur hinten reinzustellen, versuchen sie selbst was nach vorne. Hier mit Erfolg. Start nach der Ball ist das erste Mal im Tor. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt gibt's hier, da kommt der Schuss. Den Ball hält er gut. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Kopfball und das Tor. Da schenken sie die Führung gleich wieder her. Das ist bitter. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt die Gelegenheit. Gute Aktion vom Torhüter. So.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt ist die Kugel weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das Foul pfeift er natürlich ab. Geht ja gut los hier. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung und dabei sind's. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Ein guter Kopfball. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Den Ball holt er sich. Das ist jetzt seine Chance. Er schießt. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Wird das seine Torchance? Keine gute Verteidigung. Und jetzt die Chance. Da passt der Torhüter auf. Gutes Tackling. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er zieht ab. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Und weiter unentschieden. Er hatte hier die Chance, aber er trifft nicht. Kein schlechter Versuch, aber nicht genau genug. Die Flagge kommt gut rein. Er geht dazwischen und verhindert den Eckball. Sie haben den Ball. Das könnte gefährlich werden. Macht er das Tor? Da ist das Tor. Und jetzt liegen sie vorne. Das ist die Führung trotz Unterzahl. So musst du hier auch erstmal aufspielen. Jawohl, Wolf. Sie rufen hier eine richtige Energieleistung ab. Hoffen wir mal, dass sie das auch bis zum Ende durchhalten können.